Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich begrüße euch zu einem weiteren Mists of Pandaria Beta-Video hier auf MMO-Zone. Diesmal schauen wir uns die Dungeon, den Flammenschlund an, unterhalb von Orgrimmar. Damit das Ganze ein bisschen, ja, ich sag mal, interessanter gestaltet wird, spielen wir unsere Pandarenmönche. Ich sage extra unsere, denn ich habe mir hier Verstärkung in Form von Chintao geholt. Er hat auch schon Beta-Zugang und spielt auch einen Pandarenmönch. Ja, wir sind gerade Level 22 mit unseren Mönchen. Und würden uns jetzt hier gern mal die neue, beziehungsweise neu ist sie nicht, die überarbeitete Version des Flammenschlunds, so nenne ich es jetzt einfach mal, anschauen. Und ja, als Mönch, Gameplay ganz kurz, vielleicht kann man dazu was sagen. Man baut mit der Fähigkeit Klapp sogenanntes Chi auf. Dieses Chi verwendet man dann wiederum, um eigentliche Fähigkeiten ja, zu nutzen, ähnlich wie beim Retri-Paladin die Holy Power, beziehungsweise Heilige Kraft baut man ja auch auf, um dann die eigentlichen Main Abilities zu usen. Und ihr seht unten unterhalb meines Namens so vier gräuliche Punkte, beziehungsweise ja doch, kann man sagen, gräulich-weißliche Punkte. Jetzt gerade habe ich keine aktiv und das zeigt einfach an, wie viel Chi ich derzeit habe. Aktuell habe ich 0. Wir müssen ab und zu auch mal reggen. Die Mobs sind zwar Level 14 Elite-Nummer, allerdings sind wir auch nur Level 22. Und ja, jetzt zeige ich euch gleich mal den Flying Serpent Kick, hoffe ich, dass ich den jetzt hier mal use, auch wenn er noch verbuggt ist. Okay, ich use ihn doch noch nicht, aber kommt später noch. Der ist, ja, man kann sagen, die Über-Travel-Form überhaupt. Da fliegt man so 3, 4, 30 bis 40 Meter, vielleicht mache ich es jetzt mal, ihr werdet es gleich sehen. Ne, hier habe ich gerollt, doch jetzt mache ich den Flying Serpent Kick, genau, dieser Kick hier. Und ja, da fliegt man bis zu 30, 40 Meter weit, wenn man ihn nicht noch einmal aktiviert und somit diesen Ground Stomp auf dem Boden macht. Und ja, 1300er Crit als Level 22 Mönch ist natürlich auch ein bisschen OP. Das war im Übrigen gerade die Fähigkeit Blackout Kick. Ja, unter 35% kann man diesen Kick verwenden, sofern man zwei Chi-Aufladungen hat. Und außerdem hat man jetzt mittlerweile, also habe ich mittlerweile noch die Fähigkeit Touch of Death. Die ist ganz interessant, gerade für höhere Level. Wenn der Mob weniger Lebenspunkte hat, als ihr Gesundheit gerade habt, also im Idealfall habt ihr über 100.000 Gesundheit, der Mob droppt unter 100.000 Lebenspunkte und ihr habt den Spell ready, dann könnt ihr den One-Hitten, dann macht ihr also mit einem Hit, ja, One-Hittet ihr den Mob. Und ja, da vorne haben wir den ersten Boss, Adarok, und ja, der ist neu, komplett neues Model. Ob das allerdings hier alles so fertig ist, weiß ich noch nicht. Denn, ja doch, wobei die Instanz lief eigentlich ganz gut. Und ja, Adarok, wie gesagt, wir sind hier in der Level, ich sag mal Level 12, 13, 14 Instanz. Und da kann man jetzt natürlich nicht die großen taktischen Kämpfe erwarten. Dennoch, ja, gerade als Low-Level-Mönch bzw. Low-Level-Panda oder allgemein Low-Level-Spieler ist die Instanz hier doch schon, also ich muss sagen, gut designt. Gerade der dritte Boss ist doch recht interessant. Aber aktuell sind wir natürlich erst beim ersten. Und ja, wir waren hier nur zu zweit drin, das heißt, wir müssen uns ein bisschen mit unseren Cooldowns absprechen. Und ja, Adarok, wie gesagt, kein wirkliches Hindernis. Hier habe ich mal geschaut, wie viel HP, wie viele Lebenspunkte habe ich gerade, wie viel hat der Mob. Und dann versuche ich die ganze Zeit Touch of Death zu drücken, damit man ihn one-hittet. Aber er hatte dann doch wohl noch ein bisschen zu viel HP. Aber gleich seht ihr, ich habe hier 600 noch was. Also ja, ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll, gerade den Kick zu usen. Ihr habt hier gesehen, Blackout Kick mit 1100er Crit. Und weil der Mob unter 35% war, Loot gibt es leider keinen bei dem Boss. Und ja, der Corrupted Reaver hier vorne im Bild hinterlässt eine Blutung auf dem Spieler, welche dann doch mitunter, ich sag mal, wenn ihr keine Heilung dabei habt, ja, kann man daran schon sterben, wenn man nicht out of fight kommt und was isst. Aber ja, wir haben ja Gott sei Dank genug Wassermelonenstücke dabei, nochmal extra gekauft. Hier befreie ich gerade noch einen NPC, der sich hier versteckt. Und ja, während der Quest haben wir allerdings schon mal gemacht, deswegen ist das jetzt nicht so wild. Und ja, Corrupted Reaver, wie gesagt, hinterlässt eine Blutung, ist allerdings ja auch gerade nur das Opfer.
Tja, schauen wir mal, dass wir nochmal den Flying Serpent Kick usen. Genau, hier sehen wir ihn nochmal. Und ja, er ist wie gesagt noch ein bisschen verbuggt. Normal sollte man hinter den Mobs oder vor den Mobs landen und dann durch diesen Ground Stomp Schaden verursachen und sie stunnen. Das funktioniert bisher noch nicht. Ja, wobei andere Berichte, da schon sagen, ab höherem Level ist das dann nicht mehr buggy. Und ja, ansonsten hier wieder nur noch ein paar Trash-Mobs. Die Innie ist recht schnell. Wir haben es zu zweit in, keine Ahnung, 13, 14 Minuten circa geschafft. Obwohl Chinny einmal gestorben ist, das werdet ihr gleich sehen. Und dann habe ich da einen kurzen Cut gemacht, weil das Reinlaufen, ja, dauert einfach noch ein bisschen. Wir befinden uns unmittelbar vom zweiten Boss. Hier nochmal zwei Corrupted Reavers. Ja, ansonsten ganz interessant auch die Fähigkeit Fists of Fury. Das ist das hier gerade. Ihr seht 254er Ticks. Und die Mobs sind gestunt. Das heißt, sie können nichts mehr machen über die ganze Channeling Time. Und das ist auch ziemlich OP. Also muss man natürlich mal abwarten, ob das so bleiben wird. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Hier das letzte Trash Pack vor dem zweiten Instanzboss. Da machen wir natürlich wieder unseren Flying Serpent Kick. Ich auch hier und bam. Und ja, diesmal hat das geklappt. Die Mobs sind geslowed, beziehungsweise gedazed. Und ja, den Schaden, den man bei dem Aufschlag verursacht, ist nicht wirklich relevant. Aber ja, dieser Slow ist halt doch schon ziemlich krass. Ja, muss man halt natürlich sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Gerade im höheren Level. Und ja, zweiter Boss, der Dark Shaman Corantle, also Dunkelschamane Corantle oder so. Und ja, Flying Serpent Kick hat diesmal nicht funktioniert. Ja, ähnlich, ich sag mal ähnlich unspektakulär wie auch schon der erste Boss. Die Mobs haben hier, also der Boss hat vielleicht 18.000 Lebenspunkte. Und ja, Level 16, das heißt, er gibt uns noch Erfahrungspunkte. Die anderen Mobs sind leider schon grau. Level 12 oder 13 waren oder 14 waren sie und geben uns jetzt keine mehr. Und ja, Shadow Storm ist jetzt hier die Fähigkeit, die er benutzt. Hier hat man ganz kurz meine Items gesehen. Ihr seht, ich habe hier Erbstücke an. Einfach aus dem Grund, da das zum Leveln ja das Ideale ist. Und auch von dem Waffen-DPS das Maximum ist. Und ja, hier ein Einhandschwert ist ja erstmal uninteressant für uns. Und ja, jetzt gleich stirbt Chinny, weil er übereifrig die Mobs pullt. Beziehungsweise, ja doch, ihr seht, er läuft schon vor, pullt sie jetzt mit dem Flying Serpent Kick. Ich mache den auch mal. Und dann seht ihr mal, wie lang der ist. Ihr seht das hier. Und der wird noch viel weiter gehen. Ja, ansonsten Fists of Fury hier. okay, er stirbt noch nicht. Erst beim nächsten Pack. Sorry. Und ja, da vorne ist schon Slagmaw. Das ist der, ich möchte sagen, kleine Bruder von Magmaw, wenn man so möchte. Mit ähnlichen Fähigkeiten allerdings. Und ja, wir pullen jetzt hier noch das nächste Pack, bevor wir dann den dritten Boss machen. Und ich meine, hier müsste jetzt Chintao sterben. Irgendwann jedenfalls stirbt er noch. Ja, genau, wir sterben jetzt, weil wir noch Cooldown auf unsere Fists of Fury haben, also auf diesen AE-Stun. Ihr seht, oben links droppt er schon ganz schön mies durch die Blutung von den Corrupted Reavern. Und ja, da muss man, er versucht jetzt hier noch wegzurollen, aber er wird jetzt hier vorne einfach umfallen und dann wieder reinlaufen müssen. Und ja, ich mache das dann mehr oder weniger allein. Ich habe dann wieder Fist of Fury ready, auch wenn ich die jetzt hier nicht mehr nutzen werde. Und ja, wie gesagt, ihr seht, die Blutung tickt für 9 bzw. 10 Schaden. Und wenn man da ein 2er oder 3er Stack hat, dementsprechend natürlich mehr. Ja, bisschen abgekürzt. Chintao müsste jetzt hier hinten gleich wieder auftauchen. Laufen wir, rollen wir ihn mal entgegen. Ihr könnt, oh, ihr habt gesehen, man kann auch rückwärts rollen. Das habe ich gestern erst rausgefunden. Genauso wie man seitlich rollen kann. Wenn man strafed, rollt man seitlich. So wie man kann rückwärts rollen. Das ist schon ziemlich cool alles. Und ja, Mönch macht wirklich Spaß zu spielen, auch wenn wir jetzt nur ja, Level 22 sind. Wir haben übers Wochenende ein bisschen gespielt und werden natürlich die Tage noch weiterspielen. Und ja, Slagmaw, wie gesagt, der mehr oder weniger kleine Bruder von Magmaw aus dem Pechschwing-Abstieg. Hier ist der Screenshot entstanden, den ich für das Artikelbild nutze auf mmozone.de. Und ja, sieht doch ziemlich stylisch aus, oder? Seid ihr mal live dabei, mehr oder weniger? Und ja, Slagmaw, wie gesagt, hat nur die Fähigkeit Lavaspeien. Ihr seht das hier auf dem Boden.
kann man nicht wirklich absorben, sondern man muss einfach die 17.000 oder 18.000 Lebenspunkte von dem Boss down nuken. Das machen wir natürlich auch. Und ja, fast 200er Crits. Also ihr seht, auf Level 22 geht da schon einiges an Schaden. Ist natürlich alles noch nicht balanced, aber trotzdem finde ich es schon ganz cool. Also Mönch spielt sich sehr schön, sehr interessant. Ist halt mal ein bisschen was anderes. Gerade mit diesem, ja, mit diesem Chi-Aufladungen, beziehungsweise allgemein mit diesem Tiger Palm, die wir hier die ganze Zeit nutzen. Die dritte Fähigkeit unten in der Menüleiste ist die Tiger Palm, dieses hier. Ja, der Boss ist jetzt gleich auch down, noch 2-3% vielleicht. Droppt natürlich diesmal auch Loot. Eine Armschienenstoff ist uninteressant für uns. Und ja, einen Boss haben wir noch vor uns, außerdem noch ein bisschen Trash. Das heißt, wir machen jetzt natürlich wieder unseren Flying Serpent Kick, habt ihr hier gesehen. Und danach Fists of Fury, den AE-Stunt. Ihr seht das hier, Chinny macht den gerade. Das heißt, in der Zeit lade ich mein Chi auf und danach stunt ich die Mobs. Denn die Corrupted Reaver sind, wie gesagt, schon gefährlich, wenn man so möchte. Und ja, letztes Trash Pack mehr oder weniger hier vor uns. Bevor wir dann zu dem letzten Instanzboss aus dem Flammenschlund, aus dem überarbeiteten Flammenschlund kommen. Flying Serpent Kick, jawohl, bam, hat leider wieder gebuggt, aber nun gut. Fist of Fury haben wir noch Cooldown, das hat irgendwie, ich glaube, knapp eine Minute Cooldown. Und ja, der nochmals auf den One-Hit-Spell zu sprechen kommen, der hat 1,5 Minuten Cooldown und ist halt für unser Low-Level mehr oder weniger eigentlich noch uninteressant. Wird vielleicht später interessant, sofern wir ein bisschen mehr Lebenspunkte haben. Dementsprechend höher fallen dann natürlich auch die Crits aus, beziehungsweise die One-Hits aus. Und ja, hier der letzte Boss, Lava Guard Gordoth. Und ja, vom Model her habe ich das schon mal irgendwo gesehen, ich kann es aber allerdings gerade nicht einordnen. Ja, von den Fähigkeiten, er hat so ein Aufspießen, ja, alles nicht wirklich erwähnenswert eigentlich. Wie gesagt, das ist somit die erste Instanz, die man macht. Auf Level 12, 13, 14 irgendwie. Und ja, gerade für neue Spieler ist das natürlich dann doch schon ein Erlebnis, wenn man hier mal so gegen große NPCs kämpft. Flying Serpent Kick hat leider nicht geprockt. Hier habe ich mich versehentlich weggerollt. Wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, Fists of Fury jetzt als nächstes. Genau hier. Er ist immun, weil es ein Boss ist. Also Boss kann man nichts dann. Das wäre dann auch ein bisschen zu krass. Aber ich meine, ja, gerade für PvP-Fähigkeiten ist die Fähigkeit natürlich interessant, genau wie dieser Flying Serpent Kick und das Rollen, muss man sehen, wie das gebalanced wird. Ich glaube, da haben die PvP-Spieler jetzt schon ein bisschen Angst vor den Mönchen bzw. vor den Pandaren. Ja, und Druiden werden natürlich auch als Flaggenträger abgelöst, also das sollte, denke ich mal, klar sein. Denn die Fortbewegungs-, die Mobilität von den Pandaren ist so unglaublich krass. Gerade von den Mönchen durch diesen Flying Serpent Kick und durch dieses Rollen, das ist der Hammer. Und ja, das war's mit der Vorschau für den Flammschlund. Ich bedanke mich und sage bis demnächst. Macht es gut, haut da rein, ciao.